Hallo liebe Kinder, zurzeit sind wir ja alle ziemlich in unserer Beweglichkeit eingeschränkt. Wir können bestimmte Orte nicht aufsuchen. Ihr könnt nicht in die Schule gehen oder in die Kita. Wir können auch nicht mal eben Sport machen auf dem Sportplatz oder in die Schwimmhalle gehen. Wir können keine Reise unternehmen. Oder vielleicht doch. In unserer Fantasie können wir reisen. Und so möchte ich dich gern auf eine Fantasiereise einladen. Ich hoffe, du hast Lust darauf. Eine Fantasiereise ist eine besondere Geschichte. Ich erzähle dir was und du stellst es dir ganz genau vor. Am besten geht es, wenn du es dir ganz bequem machst, da wo du gerade bist, und die Augen schließt. Also schau dich jetzt mal um, da wo du gerade bist. Wo es ein bequemes Plätzchen gibt, wo du sicher und ruhig die nächsten paar Minuten liegen kannst. Und ja, vielleicht brauchst du noch eine Decke dafür, dann besorge sie dir jetzt. Leg dich also bequem hin auf deinen Rücken, auf den Boden. Die Arme an die Seite, die Handflächen nach unten oder auf deinen Bauch, ist egal. Die Beine liegen locker nebeneinander. Rücke dich nochmal zurecht und schließe dann deine Augen. Du atmest ruhig ein und wieder aus. Du hörst die Geräusche um dich. Du spürst unter dir den Boden. Die Geräusche werden immer unwichtiger. Und bald nimmst du sie gar nicht mehr wahr. Und die Fantasiereise beginnt. Es ist ein schöner, klarer Tag im Sommer. Der Himmel über dir ist tiefblau. Du gehst um die Mittagszeit einen Weg entlang und kommst zu einer Wiese. Ein leichter Wind streicht deine Wangen. Vielleicht spürst du auch die Wärme der Sonne auf deiner Haut. Du betrachtest die Wiese um dich herum. Vielleicht ist sie gerade gemäht worden. Wenn du magst, dann stelle dir den würzigen Duft des Grases vor. Atme ihn in deiner Vorstellung ganz tief ein. Nimm auch die Blumen und Schmetterlinge wahr. Das Gezwitscher der Vögel. Schaue dich nun nach einem Platz um, an dem du dich wohlfühlen kannst, und lasse dich dort nieder. Vielleicht bleibst du sitzen, vielleicht legst du dich aber auch hin, ganz so, wie es für dich bequem ist. Während du dort verweilst, gesellt sich ein Tier zu dir. Ein Tier, das es gut mit dir meint, das dir wohlgesonnen ist und zu dem du ein freundschaftliches Verhältnis haben kannst. Schau hin, wie es sich dir nähert, vielleicht etwas scheu oder vorsichtig, vielleicht freudig oder ganz anders. Soweit bist, dann empfange dein Tier. Heiße es willkommen, nimm Kontakt zu ihm auf.
Schau es dir dabei ganz genau an. Welche seiner Eigenschaften gefallen dir besonders? Was wünschst du dir von ihm? Wenn du magst, dann beginne in deiner Vorstellung ein Gespräch mit deinem Tier. Vielleicht möchtest du etwas von ihm wissen. Vielleicht bittest du es auch um etwas. Wie reagiert es? Was antwortet es dir? Vielleicht äußert es auch einen Wunsch. Wie geht eure Unterhaltung weiter? Und wenn du spürst, dass der richtige Zeitpunkt gekommen ist, dann verabschiede dich von deinem Tierfreund. Vielleicht triffst du auch eine Verabredung mit ihm. Verabschiede dich nun in deinem Tempo von dem Platz auf der Wiese. Komm in den Raum zurück, wo du gerade bist. Die Fantasiereise kommt langsam zum Ende und du nimmst wieder die Geräusche um dich herum wahr. Wenn du soweit bist, dann atme dreimal ganz tief ein und aus. Öffne deine Augen und recke und strecke dich. Nimm dir nun ein Blatt Papier und Farben. Male aus deiner Fantasie heraus, was du gerade erlebt hast. Zum Beispiel kannst du die Wiese oder das Tier malen, mit allem, was dazugehört und was für dich wichtig ist.